Der 600er ist das verzogene und faule Stiefkind der Amiga-Familie. Er prahlt mit seinen Neuerungen, ohne wirklich mehr Leistung zu bringen. Er ärgert den User mit seinem inkompatiblen Betriebssystem und zudem enthält er sich noch schnöselhaft arrogant, wenn es um einen einfachen Nummernblock geht. Diesem Rotzlöffel hätte man schon damals Manieren beibringen sollen, doch aufgrund seines Körperbaus gab es damals und gibt es heute nur sehr wenige Züchtigungsmittel, die wirklich Wirkung zeigen. Aber wir als verantwortungsvolle Eltern geben das missratene Gör noch nicht auf. Aus dem Schönfeldschen Zuchthaus kommen ein paar Folterinstrumente, mit denen wir aus dem kleinen Drecksfrecken einen herzeigbaren Musterschüler machen können. Rohrstock und stille Treppe sind bereit. Yesterchips 21. Der Exorzismus des A600. Die wohl sinnvollste Tuning-Maßnahme für den A600 ist der Austausch des Kickstart-ROMs. Es empfiehlt sich hier, wie bei jedem klassischen Amiga mit Festplattenschnittstelle, die Version 3.1 einzusetzen. Welche Version euer A600 hat, erkennt ihr direkt nach dem Einschalten auf dem Kickstart-Screen. Ist dieser violett mit animierter Diskette und zeigt eine Versionsnummer kleiner gleich 37.350, dann habt ihr ein Kickstart 2. Die 3.5.0er Version ist hierbei noch die unproblematischste und könnte sogar beibehalten werden. Seht ihr hingegen einen weißen Screen mit der Workbench-Hand, dann habt ihr ein uralt Kickstart 1 im A600. In beiden Fällen ist ein Austausch auf 3.1 anzuraten. Solltet ihr bereits eine bootfähige Festplatte im A600 haben und deshalb nicht mehr den Kickstart-Screen angezeigt bekommen, könnt ihr die Version des Kickstarts herausfinden, indem ihr auf der Workbench per Rechtsklick im Menü euch die Version anzeigen lasst. Seht ihr eine Versionsnummer größer gleich 39, dann habt ihr Kickstart 3.1 bereits installiert. Derzeit bekommt man das Kickstart 3.1 für den A600 bei Alinea für etwa 20 Euro oder eben im eBay. Der Austausch an sich ist recht einfach. Trennt den Amiga von allen angeschlossenen Geräten und der Stromversorgung. Dreht den Amiga herum und schraubt das Gehäuse auf. Diese beiden Schrauben hier löst ihr bitte nicht, es sei denn, ihr legt verstärkten Wert darauf, dass euch beim Öffnen euer Diskettenlaufwerk entgegenpurzelt. Amiga wieder herumdrehen und vorsichtig den Deckel anheben und rechts einen Blick unter die Haube riskieren, denn hier sind die LEDs mit dem Mainboard verbunden. Den kleinen Molex Floppy Stecker müsst ihr erst abziehen, bevor ihr den Deckel komplett entfernen könnt. Die Tastatur ist beim A600 fest mit dem Deckel verbunden, anders als beim 500er. Klappt jetzt den Deckel vorsichtig nach hinten und achtet dabei auf das Tastaturkabel. Wenn euer 600er, im Gegensatz zu meinem hier, noch ein Abschirmblech haben sollte, dann muss dies jetzt auch noch gelöst und nach hinten geklappt werden. Keine Panik, wenn dabei die labilen Metalllaschen abbrechen. Es ist kein Drama. Das passiert früher oder später bei jedem 500er, 600er oder 1200er, wenn man ihn öfters öffnet und wieder schließt. Die Altersgenossen von Atari sind hier übrigens deutlich robuster aufgebaut. Das aber nur so mal nebenbei bemerkt. Dieses Flachbandkabel hier müsst ihr euch mal wegdenken. Es gehört nicht zur Serienausstattung eines 600ers und wird später in dieser Folge von Nutzen sein. Hier haben wir das Kickstart-ROM. Es ist mit einer kleinen Kerbe im Kunststoff zur Orientierung markiert.
Genau in diese Richtung müssen wir das Kickstart 3.1 dann auch einsetzen. Bevor wir jetzt zum Werkzeug greifen, packen wir erst nochmal ein etwas Geerdetes, um eventuelle statische Aufladung loszuwerden. Und mit einem flachen Schraubendreher wird jetzt das Kickstart vorsichtig aus dem Sockel herausgehebelt. Vorsichtig! Wichtig ist zu beachten, dass der Sockel für das Kickstart größer ist als der eigentliche Chip. Er hat zwei zusätzliche Kontakte, diese beiden hier, und die werden freigelassen. Von vorne betrachtet sitzt das Kickstart also quasi am rechten Anschlag. Das Kickstart 3.1 setzt den nun lagerichtig orientiert auf den Sockel und prüft, ob alle Beinchen des Chips auf den Gegenkontakten des Sockels aufsitzen. Wenn das Kick 3.1 brandneu ist, werdet ihr wohl nicht umhinkommen, die Beinchen mit sanfter Gewalt etwas nach innen zu biegen. Erst wenn alles hundertprozentig passt, drückt ihr vorne und hinten gleichmäßig auf den Chip, bis er auf Anschlag im Sockel steckt. Nochmal ein kurzer Rundumcheck, ob alle Beinchen noch gerade sind und nicht doch eines auf den letzten Millimetern einen Umweg gemacht hat. Ja, alles bestens. Wunderbar. Machen wir einen kleinen Funktionscheck. Dazu schließen wir nur die Versorgungsspannung und den Monitor wieder an. Amiga einschalten. Und es begrüßt uns der Kickstart-Screen mit der Version OS 3.1. Schön. Das nächste sinnvolle Tuning ist natürlich eine interne Festplatte. Der A600 hat hier einen 44-poligen IDE-Anschluss. Dieser Anschluss ist ungepuffert, also nicht wirklich dafür ausgelegt, ein angeschlossenes Gerät mit einer größeren Menge an Strom stabil zu versorgen. Für eine Compact-Flash-Karte allerdings reicht es auf jeden Fall. Man könnte hier zwar einen starren Winkeladapter benutzen, dies würde sich aber im Laufe unseres weiteren Tunings schon sehr bald als sehr störend erweisen. Daher nehmen wir hier einen kurzen Schnippel IDE-Kabel und einen IDE auf Compact-Flash-Adapter. Ein komplettes Set, bestehend aus IDE auf Compact-Flash-Converter mit 5 cm IDE-Kabel, bekommt ihr für etwa 10 Euro derzeit bei Vesalia. Was die Compact-Flash-Karte selbst angeht, so haben sich in der Vergangenheit die Karten von SanDisk und generell die etwas teureren als Industrial gelabelten Karten als gut verträglich erwiesen. Empfehlen kann ich hier eigentlich mit letzter Sicherheit gar nichts. Nur so viel. Nehmt kleine Karten, maximal 4 GB. Sie müssen auch nicht super schnell sein, denn die Amiga-Schnittstelle ist eh ziemlich, sagen wir mal, konservativ, was die Geschwindigkeit angeht. Ausgestattet mit einer Festplatte könnt ihr euch nun eine schicke Workbench-Platteninstallation einrichten. Entweder die Workbench 3.1 oder, was ich immer gerne mache, eine Classic Workbench. Wobei man es in der jetzigen Konfiguration des A600 bei der 68K-Version der Classic Workbench belassen sollte. Wie die Installation genau vonstatten geht, das seht ihr in den Yesti Chips Folge 2. Ein Musterbeispiel mit Alleinstellungscharakter ist der A600 jetzt aber immer noch nicht. Beispielsweise kann man nicht behaupten, dass es nun eine gute WHD-Load-Maschine wäre, was hauptsächlich am schwachen 68.000er Prozessor und dem knappen 1 MB RAM liegt, welches der A600 als Chip-RAM von Haus aus mitliefert. Wegen der SMD-Technik kann man nicht einfach, wie beim 500er, den 68.000er ausbauen und an seine Stelle eine Turbokarte einsetzen. Auch taugt der Erweiterungsslot dafür nicht.
Was man braucht, ist eine Turbokarte, wie beispielsweise die vermutlich ab Mitte Juni wieder bei Vesalia verfügbare ACA 620 oder die seit langem ausverkaufte ACA 630, beide von Individual Computers. Diese Turbokarten haben als Anschluss einen modifizierten Chipsockel, welcher über den 68000er Chip gestülpt wird. Bei der Installation ist unbedingt darauf zu achten, die richtige Orientierung der Turbokarte zu benutzen. Setzt die Karte zunächst locker auf den Prozessor auf und bewegt sie ein wenig hin und her, bis sich die Karte nicht mehr bewegen lässt. So wird gewährleistet, dass der Sockel ordentlich in Position ist. Jetzt wird wieder mit dosierter Brutalität direkt auf die Mitte des Sockels gedrückt, bis die Karte satt mit dem Sockel auf dem Mainboard des A600 aufsitzt. Bei manchen geht das leicht, bei manchen schwer, bei manchen sehr schwer, bei manchen rastet der Sockel vernehmbar ein, bei manchen schwabbelt das Ding einfach so drauf. Das geht durchaus nur mit Daumenkraft. Und für alle Jeremy Clarksons unter euch, kein Werkzeug, kein Hammer an dieser Stelle. Diese Konstruktion an sich ist ziemlich wackelig. Damit es zu keinen Systemabstürzen infolge von Wackelkontakten kommt, wird die ACA festgeschraubt. Im Lieferumfang sind diese Abstandshülsen und zwei Schrauben dabei. Die Schrauben sollen in die Löcher greifen, in denen der, falls vorhandene, 2,5 Zoll Festplattenträger ursprünglich saß. Mit etwas Geduld und Fummelei setzt ihr die Abstandshülsen zwischen Turbokarte und Mainboard. Steckt die Schrauben hindurch und zieht diese vorsichtig an. Und immer an die alte Weisheit denken, noch fest, kümmt ab. Die Schrauben sollen nur fixieren, kein Regal festdübeln. Wenn euch die Hülsen abhanden kommen, dann versucht Ersatz zu finden. Eine Installation ohne die Hülsen birgt die Gefahr, dass ihr beim Festziehen der Schrauben die Turbokarte verwindet und somit die Kontaktierung schlechter wird statt besser. Und wenn es ein Ochse zu sehr übertreibt, kann die teure ACA am Ende sogar futsch sein. Also wie auf der Autobahn, Abstand halten. Das wär's zur Installation. Wichtig ist noch zu wissen, dass die ACA 630 nicht mit den A300 Boards, also den frühen A600, funktioniert. Die ACA 620 tut dies allerdings sehr wohl. Für die Feineinstellung beider Karten bietet Individual Computers das Programm ACA Tune zum Download an. Für den einfachen Betrieb ist es jedoch nicht zwingend notwendig, dieses Programm zu benutzen. Beide Karten bieten das sogenannte MAP-ROM. Dabei wird das Kickstart in das FastRAM geladen und arbeitet dort um einiges schneller als vom ROM selbst. Dadurch werden beispielsweise einige Operationen auf der Workbench spürbar beschleunigt. Ach ja, und bevor ihr die Turbokarte installiert, ist es natürlich nicht verkehrt, sich mal die Beinchen des 68000er Prozessors anzuschauen. Wenn da der Dreck drauf hängt, ist das ein Garant dafür, dass selbst die festgezogenste Schraube am Schluss nicht hilft und dann vielleicht doch noch Wackelkontakte auftreten. Also, wenn das Ding vermockt ist, mach's erstmal sauber, ne? Hier noch die wichtigsten Leistungsdaten der beiden Karten. Im Prinzip könnte man jetzt hier aufhören. Für viele Anwendungen und Spiele ist die Leistung des A600 nun absolut hinreichend. Aber unser Stiefkind hat sich ja nicht nur zu benehmen, sondern es hat auch etwas gut zu machen bei uns. Entsprechend ist noch ein wenig Fleißarbeit angesagt. Die A604 ist eine ChipRAM-Speichererweiterung für den Trapdoor-Slot des Amiga 600. Ihr aktueller Nachfolger, zu bekommen bei Vesalia, ist die A604N, welche im Vergleich zur A640 lediglich ihre Echtzeituhr eingebüßt hat, dafür etwas günstiger ist, jedoch dafür auch neue Anschlussmöglichkeiten besitzt.
Zusätzlich bieten beide Karten einen Uhrenport, an dem sich entsprechende Erweiterungen, die eigentlich für den A1200 gedacht sind, anschließen lassen. Die Installation ist denkbar einfach. Trapdoor-Slot öffnen, Karte vorsichtig und vor allem richtig herum reinstecken. Klappe wieder zu und fertig. Dieser Part ging jetzt ziemlich schnell, ist aber essentiell für den nächsten Schritt. Damit wir unseren kleinen A600 an einen VGA-Monitor anschließen können, brauchen wir einen Scan-Doubler und am besten noch gleich einen Flickerfixer. Aus den vergangenen Folgen kennt ihr ja bereits den Indivision ECS. Der ist auch einwandfrei geeignet für den Einsatz im A600. Nur, Moment mal. Der Denise-Chip ist, genauso wie der 68000er, in SMD-Bauweise ausgeführt. Den können wir nicht heraushebeln, zumindest nicht ohne Flurschaden zu machen. Also können wir dort auch nicht in Indivision einstecken. Ist jetzt quasi der Traum vom VGA am 600er schon geplatzt? Ja, blöde Frage, natürlich nicht, sonst hätte ich es ja nicht angesprochen. Der Indivision wird nicht auf dem Denise-Chip angeschlossen, sondern auf der Speichererweiterung A604. Dort ist genau für diesen Einsatz ein Sockel vorgesehen. Zum Installieren des Indivision nehmt ihr zunächst nochmal die A604 heraus, legt sie auf eine ebene Oberfläche. Bei der Installation wieder auf die korrekte Orientierung achten und ein Auge auf den richtigen Sitz der Beinchen werfen. Dann kann dieses Huckepack-Gespann wieder im Trapdoor angeschlossen werden. Im Unterschied zu allen anderen Einsatzbereichen des Indivision ECS wird im 600er kein Denise-Chip auf dem Indivision wieder installiert. Das ist auch nur logisch, denn den Original-Denise-Chip haben wir ja nicht entfernt. Der befindet sich ja nach wie vor festgelötet auf der Hauptplatine. Jetzt geht es daran, einen geeigneten Platz für den VGA-Anschluss zu finden. Gute Positionen dafür wären entweder die Position des RF-Ausganges oder die Position der Audio-Chinch-Buchsen, welche man recht einfach durch eine Klinkenbuchse ersetzen könnte. Beides ist natürlich mit ordentlichem Aufwand verbunden und erfordert ein geschicktes Händchen mit dem Lötkolben. Vor allem das Ausbauen des RF-Modulators kann ziemlich tricky sein und sollte von jemandem gemacht werden, der weiß, was er tut. Wenn ihr aber keine Hemmungen habt, ein Loch in euren A600 zu fräsen und zielsicher mit dem Dremel umgehen könnt, dann könnt ihr es auch so machen wie ich und den VGA-Port über den PCM-CIA-Anschluss verlegen. Grundidee von mir war dabei, dass ich hinten alle Anschlüsse so belassen wollte, wie sie im Original sind. Dass ich dabei nicht ganz sauber gearbeitet habe, seht ihr hier an der abgekrotzten Ecke am VGA-Anschluss. Ja. So, meine Damen und Herren des Kultusministeriums, ich denke, wir haben dem Kind nun Manieren beigebracht. Jetzt haben wir eine wunderbare WHD-Lautspielemaschine und, wenn man eine ACA630 eingebaut hat, sogar ein OS39 taugliches System geschaffen. So wie er jetzt hier steht, muss der A600 keinen Vergleich mehr scheuen. Er steckt jeden 500er in den Sack. Denn in Sachen Speed kann man einen 500er vielleicht noch schneller machen, aber einen PCM-CIA-Port, den hat eben kein 500er. Das gesamte Tuning fand außerdem noch intern statt. Nur der VGA-Anschluss verrät, dass hier etwas gemacht worden ist. Ansonsten ist der Kleine das berühmte Schafs im Wolfspelz. Der berühmte Wolf im Schafspelz.
Warum reite ich nun eigentlich die ganze Zeit auf den Komponenten von Individual Computers herum? Nein, ich stehe beim Jens nicht unter Vertrag. Sicherlich, es gibt für den 600er, wenn auch recht selten, andere Tuning-Elemente wie Turbokarten und Speichererweiterungen. Das gezeigte Hardware-Paket hat jedoch einen ganz entscheidenden Vorteil. Es ist geometrisch genau aufeinander abgestimmt. Alle Komponenten passen nebeneinander in den 600er hinein, es muss nichts verlegt oder ausgebaut werden. Dabei ist es vor allem wichtig darauf zu achten, dass man mindestens eine A604 oder 604N Speichererweiterung benutzt, denn deren Vorgänger, die A603, obwohl ebenfalls von Individual Computers, nötigt uns zum Ausbau des Diskettenlaufwerks und wer will das schon? Hat man dies jedoch bereits gemacht, weil eben die A604 noch nicht auf dem Markt war, kann ja sein, so kann man mit dem Bootset-Jumper auf der ACA630 einfach ein externes Diskettenlaufwerk zum bootfähigen DF0 machen. Generell muss man sagen, dass beide Turbokarten ACA630 und ACA620 entweder über Jumper oder per Software die Möglichkeit bieten, höchstmögliche Kompatibilität herzustellen. Wer seinen A600 soweit aufgebrezelt hat, der hat mit einem Invest von etwa 250 Euro seinen 600er zu einer tollen kleinen Rennmaschine gemacht, die sich sprichwörtlich vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan entwickelt hat. Jetzt wird's kitschig. Hätte Commodore damals nur ein paar dieser Dinge bereits einfließen lassen, vermutlich wäre dann der 600er nicht so ein fürchterlicher Knieschuss geworden. Zum Schluss möchte ich mich bei meiner wachsenden Zuschauerschar bedanken. 230 Abonnenten sind es derzeit und bis jetzt habe ich nur einen Abonnenten verloren. Und um ehrlich zu sein, gebe ich auf diese Zahlen zwar sowieso nicht besonders viel, dennoch freue ich mich natürlich über jede positive Entwicklung. Was in der unmittelbar nächsten Folge drankommen wird, weiß ich noch nicht so genau. Ich plane eine Folge zum Thema Datenfernübertragung auf klassischem Wege, soll heißen Modem. Auch habe ich meine alte Liebe zum CB-Funk und Packet Radio wieder aufgefrischt. Die 5,5 Meter Antenne steht. Das hätte zwar nichts mit dem Amiga zu tun, aber es ist auch alter technischer Kram und passt damit auch wunderbar ins Thema der Yesterchips. Naja, mal schauen. Bis dahin dann. Adele, ciao und ein Servus nach Landshut. Euer Mick.